Ja, hallo Hannover, herzlich willkommen hier heute zu unserer Sondermahnwache der Mahnwachen zum Tag der deutlichen Wahrheit. Und bevor das Programm hier losgeht, bitte ich euch erstmal hier vorne vor unseren Pavillon zu kommen und der Lupo wird kurz die offizielle Eröffnung jetzt vornehmen. So, hallo. Schönes Wetter heute. Ich hoffe, wir werden eine schöne Veranstaltung machen und die wird friedlich bleiben. Und ich bin jetzt als Versammlungsleiter dazu verpflichtet, euch folgende Punkte nochmal in Erinnerung zu rufen. Und zwar, dass das hier eine friedliche Kundgebung ist, also Mummungsverbot, Alkohol ist nicht ganz so gern gesehen. Und dass wir besonders den Anordnungen der Polizei Folge zu leisten haben oder wenn die Durchsagen machen, müssen wir die Anlage leiser machen. Des Weiteren dürfen wir die Straßenbahn nicht essen. Nein, die müssen die Gleise frei halten. Und 4, 5, 6, die schreiben immer kleiner, glaubt's mir. Ja, es ist eine Verschwörung der Optiker-Lobby. So, also Lautsprecherdurchsagen der Polizei, die müssen immer präsent sein. Musik angemessen, alle Viertelstunde, 5 Minuten Pause. Und ansonsten wünsche ich ein friedliches, erfolgreiches Protestwochenende hier nochmal in Hannover. Ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich da seid. So, viel Spaß. Ja, wie ihr ja alle wisst, haben wir ganz hohen Besuch heute hier hinter uns im HCC. Angela Merkel wird in Kürze hier ankommen. Unser Präsident Gauck wird in Kürze hier ankommen. Und wer nicht hat, wir haben hier diese roten Karten, die könnt ihr euch noch nehmen. Und bitte dann, wenn die hier ankommen, hier vorne, aber hinter der Absperrung bleiben. Also zwischen dem Pavillon und der Absperrung könnt ihr euch hinstellen oder eben halt hier vorne. Das ist unser zugelassener Raum, wo wir stehen dürfen. Und ja, wer möchte, möchte euch ganz herzlich halt einladen, einen Protest zu zeigen, indem ihr eben halt auch die rote Karte dann hochhaltet. Ich hoffe, dass Merkel und Gauck das auch zur Kenntnis nehmen. Wer sonst noch Schilder dabei hat, natürlich auch ganz klar, damit wir auch hier unseren Protest zeigen. Denn wir sind nicht hier, um sie abzufeiern für das, was sie geleistet haben, sondern einfach auch einen Punkt zu setzen, dass wir sagen, wir machen das so hier nicht mehr mit. Wir feiern euch nicht ab, sondern wir fordern euch auf, endlich einen friedlichen Weg einzuschlagen. Und zwar das, was die Bevölkerung will. Und wir haben heute ein tolles Programm hier. Es werden klasse Redner noch sprechen. Wir sind ja bis 18 Uhr hier auf dem Platz. Wir haben tolle Künstler heute hier. Also freut euch auf ein tolles Protestwochenende oder ja, Protesttag. Tag der deutlichen Wahrheit. Und bis die jetzt gleich hier ankommen, ja, versammelt euch, unterhaltet euch und haltet die rote Karte bereit. Bis nachher. Noch jemand rote Karten braucht, hier vorne gibt es genügend und ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, Ihnen und euch allen nochmal zu sagen, dass wir seit dem 1.7. diesen Jahres eine Mahnwache in Hannover haben, aufgrund der Initiative von Lars Merholz in Berlin. Und es gibt mittlerweile in 101 Städten in Deutschland jeden Montag eine Mahnwache. Hinzugekommen sind 20 Städte aus der Schweiz, aus USA, Kanada, Italien, Holland macht auch mit, Österreich macht auch mit. Ich habe eben 1.7. gesagt, wir sind seit dem 7.4. Wir sind seit dem 7.4. auf der Straße und Berlin fing an mit dem 30. März.
Und wir stehen hier für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Wir sind keiner Partei gebunden, keiner religiösen Verbindung zugetan. Wir sind Menschen mit Herz und gesundem Menschenverstand, die sich gesagt haben, das kann alles nicht mehr so weitergehen. In unserem Namen darf es niemals Krieg geben. Das haben wir in der Schule gelernt und das fordern wir ein. Und in unserem Namen, und mal vom Geld ganz abgesehen, keinerlei militärische Aufrüstung. Wir verstehen das nicht, dass immer mehr militärische Aufrüstung ist und dadurch Frieden geschaffen werden soll. Das ist so etwas von dermaßen pervers und unglaubwürdig und schlecht. Das ist einfach eigentlich gar nicht mehr aussprechbar, was wir hier momentan miterleben müssen und was wir natürlich auch erfahren. Denn von Deutschland darf niemals ein Krieg ausgehen. Das ist ja schon seit Jahren ACTA gelegt. Das beginnt in Ramstein und die ganzen Waffenexporte, die angeblich nur in Länder gehen, die friedlich sind, fragt man sich natürlich, warum brauchen die Waffen, die dann wieder um irgendwelche Umwege an diejenigen geraten, die nicht friedlich sind oder die nicht Frieden stiften sollen, die kriegerisch gemacht werden. Auch das wissen wir ja mittlerweile. Das möchten wir nicht mehr so hinnehmen. Wir möchten durch Präsenz unsere Stimme zeigen. Wir gehen nicht mit Gewalt für den Frieden vor. Wir stehen auf der Straße und zeigen Präsenz, zeigen unsere Stimme durch unsere Präsenz. Und ich möchte Sie ganz herzlich auffordern, in allen Mahnwachen in Deutschland, in Ihren Städten, dieses zu unterstützen. Das tut wirklich nicht weh. Aber es ist ganz dringend notwendig, dass jeder Bürger seine Verantwortung in die Hände nimmt und dass sich Geschichte niemals wiederholen darf. Denn es kann ja nicht sein, dass wir später mal unseren Kindern, sollten wir sie dann überhaupt noch erleben, wenn sie groß werden, dass wir ihnen sagen müssen, wir hätten nichts getan. Wir wissen ganz viel. Die Bürger heute können sich nicht mehr dagegen wehren, Informationen aufzunehmen, die über das Internet verbreitet werden. Man darf sich nicht einfach mehr so zurücksetzen und sich sagen, ich setze mich hier mal aufs Sofa und gucke ARD und ZDF, obwohl es auch dort leider immer zu später Stunde auch sehr viele Informationen gibt und auch da sich jeder Bürger seine eigene Meinung machen kann. Wir stehen hier nicht, um Ihnen unsere Meinung aufzuzwingen. Jede Rede, die außerhalb der eigenen Meinung ist vom Redner, die wird durch Artikel und Beiträge recherchierbar sein. Darauf können Sie sich verlassen. Sie müssen hier nicht alles glauben, Sie dürfen hier nicht alles glauben, aber Sie haben durch uns eine Chance, sich weiterzubilden, selber hinzusetzen und zu recherchieren. Dazu möchte ich Sie ganz herzlich auffordern. Und jetzt ist es 4 Minuten nach 11. Die Fürsten verspäten sich und ich denke, wir machen jetzt eine Pause und unterhalten Sie sich, fragen Sie uns, wenn irgendetwas ist, nach Quellen, das können wir Ihnen alles sagen und ansonsten sollten wir dann aufpassen, dass wir uns zu rechter Zeit nach vorne begeben, um die rote Karte zu zeigen. Schönen Tag für Sie alle.